Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Letzte Woche habe ich das ausgelassen, weil ich ja komplett flach lag. Heute dachte ich mir, ich lese wieder ein bisschen was vor. Ich hoffe, euch stört nicht die Stimme und also ich versuche es und wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Wenn es nicht mehr geht, dann mache ich halt Schluss für heute. Aber wenigstens ein bisschen wollte ich euch weiter vorlesen. Und zwar sind wir immer noch im Buch Laura, Aufbruch in eine neue Welt von Janet Oak. Ist ein super, super schönes Buch. Ja, Janet Oak ist eine christliche Romanautorin, von der ich jede Menge habe. Ich glaube, ich muss einfach mal ein ganzes Regal, also alle Bücher, die ich von ihr habe, in ein Regal stopfen. Ich glaube, das würde tatsächlich so ein Regal komplett ausfüllen, wenn nicht überhaupt schon in zwei Reihen dann stehen. Man kann sehen, dass ich diese Autorin total liebe. Ihre Bücher sind einfach nur sehr schön und ich sag mal, es ist zwar teils ausgedacht, aber auch an echte Ereignisse, echte Geschichtsmomente von früher angelehnt. Ne? Es gab tatsächlich sowas damals, dass die Männer, die in den wilden Westen Amerikas gehen, alleine erstmal ihre Ranch, Farm, Fischerei, was weiß ich, was alles da Waldarbeiten und so weiter aufbauen und dann sich Familie suchen, ne? Familie gründen wollen. Und es gab nun mal damals nicht wirklich viele Frauen, außer die Eingeborenen, ne? Wenn man die jetzt nicht nimmt, ne? Und da haben sie sich tatsächlich, man kann es nachlesen in der Geschichte, die haben sich Frauen wie aus dem Katalog quasi bestellt. Vom Festland, aus Europa. Ja, und eine dieser Frauen ist unsere Laura. Die ist, ja, durch die Lebensumstände dazu gezwungen worden, sich zu melden, bei sowas anzumelden und ist jetzt in Amerika. Sie ist leider leicht gehbehindert und, ja, sieht sehr jung aus und jetzt haben sie sich kennengelernt. Der Donegan und Laura haben sich jetzt kennengelernt. Ich habe euch letztes, also vor zwei Wochen vorgelesen, wie das erste Treffen verlaufen ist. Und jetzt lese ich einfach mal weiter, wie es so mit den beiden weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Genau, und wir sehen jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Missverständnisse. Das nächste Kapitel. Wie versprochen wurde kurz vor sieben an Lauras Tür geklopft. Sie war bereit und fühlte sich etwas erfrischt, obwohl sie wünschte, sie hätte sich noch länger ausruhen können. Doch es war aufregend, an Irmas Hochzeit teilnehmen zu können, trotz der Enttäuschung, dass Mr. Donegan Harrison beschlossen hatte, ihre eigene zu verschieben. Wenn er sie nun immer weiter aufschob? Wenn er gar nicht vorhat, mich zu heiraten? Laura spürte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte. Er bot ihr wieder seinen Arm, doch wegen ihrer Angst und der Verwirrung, die ihre Gedanken immer noch beherrschten, weigerte sie sich, ihn zu nehmen. Mit hocherhobenem Kopf hinkte sie neben ihm her und ignorierte ihn, soweit das möglich war. »Haben Sie sich ein wenig ausruhen können?« fragte er freundlich. Sie antwortete dann mit einem leichten Nicken und presste die Lippen aufeinander. Wenn ihm das seltsam vorkam, so äußerte er es jedenfalls nicht. Er führte sie die Stufen hinunter und durch die Vorhalle hinaus in den warmen Abend. Laura bemühte sich nicht, eine Unterhaltung in Gang zu bringen, und er schien ihre gereizte Stimmung zu spüren. Sie entdeckte die kleine Kirche, die ein wenig abseits der Straße stand, noch bevor er die Hand heben konnte, um sie von dem hölzernen Gehsteig zu führen. »Da sind wir, genau pünktlich. Lukas braucht nicht ungeduldig zu werden«, sagte Donegan. Sie betraten die Kirche. Lukas stand vorn im Eingang und wartete. Er trug einen schwarzen Anzug und hatte sich eine kleine Rosenknospe ins Knopfloch gesteckt. Der Mann, den Laura als den Pastor identifizierte, stand mit geöffneter Bibel bereits vor dem Altar.
Es sieht so aus, als wollte auch der Prediger Lukas Stein nicht warten lassen, dachte Laura. Unwillkürlich musste sie lächeln. Irma traf um Punkt 7 Uhr ein. Sie kam in einer Kutsche, obwohl das Hotel nur ein paar hundert Meter von der Kirche entfernt war. Laura starrte sie an. Irma trug ein weißes Kleid mit einem spitzen Schleier über ihrem sorgfältig frisierten Haar. Das Kleid war ein wenig eng und Irma schien die Luft anzuhalten, aber Laura wunderte sich, wie der Mann es zustande gebracht hatte, die Größe seiner zukünftigen Frau abzuschätzen. Die weiß gekleidete Braut hielt einen Strauß roter Rosen mit weißen Nelken in der Hand. Nie hatte Laura etwas so Prächtiges gesehen. »Ihre Blumen«, sagte Lukas, und Laura wendete den Blick von Irma ab. Lukas hielt ihr eine kleinere Version von Irmas Strauß entgegen. Wie betäubt nahm sie ihn. Ein ihr vollkommen fremder Mann trat vor und bat ihr seinen Arm, um sie zu dem Mann vor dem Altar zu bringen. Einen kurzen Moment befürchtete sie, sie müsste diesen kaltköpfigen, streng wirkenden Herrn heiraten, doch dann wurde ihr klar, dass sie einfach nur nach vorne geführt wurde, um Trauzeugen bei Irmas Hochzeit zu sein. Sie nahm den ihr dargebotenen Arm und ließ sich von dem Mann nach vorn führen, wobei sie rasch überlegte, was wohl aus Donnegan geworden war. Doch der Pastor hatte seine Rede bereits begonnen und Laura musste sich zwingen, ihre Aufmerksamkeit wieder ihm zuzuwenden. »Liebe Gemeinde«, seine Stimme war leise und beherrscht. Laura fragte sich, ob Lukas ihn wohl eigens für dieses Ereignis hergeholt hatte. Er klang so gemessen, so würdevoll. Doch schnell erinnerte sie sich daran, dass der Mann in diese Stadt gehörte. Sie wusste, dass Wallace und Rieser seine Dienste bereits früher in Anspruch genommen hatten. Bei diesem Gedanken spürte Laura, wie die Unsicherheit wieder in ihr hochstieg. Warum hatte Donnegan keine Vereinbarung getroffen? Oder hatte er einen Termin vereinbart und ihn wieder abgesagt, als er ihre Behinderung entdeckt hatte? Vielleicht würde sie zurückgewiesen werden, genau wie ihre Stiefmutter ihr prophezeit hatte. Laura konnte sich nicht mehr konzentrieren. Bevor sie noch wusste, wie ihr geschah, sagte der Mann mit dem Buch, »Möge der Gott des Himmels eure Verbindung mit seiner Liebe, Freude und seinem Frieden segnen. Amen.« Die Zeremonie war vorüber. Donnegan kämpfte immer noch mit sich. Er machte sich keine Gedanken um das Abendessen. Das war bereits bestellt und es war immer leicht, sich über das Essen zu unterhalten, wenn man sonst nichts wusste. Und er wusste auch, dass Laura schrecklich müde war. Sie würde sich also früh zurückziehen. Aber was dann? Sie mussten irgendwann ernsthaft miteinander reden. Um 10 Uhr am nächsten Morgen sollte ihre Trauung stattfinden und dieser Zeitpunkt drückte mit unglaublicher Geschwindigkeit näher. Er musste über so vieles nachdenken und er hatte doch nur so wenig Zeit. Er hatte gedacht, er sei darauf vorbereitet und er wäre es auch gewesen, wenn eine Frau wie Irma der Postkutsche entstiegen wäre. Aber dieses Mädchen, was hatte Jenks sich dabei gedacht? Sie war doch noch ein Kind, das zu Hause bei seiner Familie sein sollte. Was tat sie hier? Bereit, das Eheversprechen abzulegen, bereit, die Verantwortung und die Aufgaben einer erwachsenen Frau zu übernehmen. Das machte alles keinen Sinn. Während der Trauung hatte er die ganze Zeit über dieses Problem nachdenken müssen, und als das letzte Amen gesprochen wurde, war er der Lösung noch keinen Schritt näher gekommen. Als sich das Paar vom Altar abwandte, erhob sich Donnegan. Abgesehen vom Pastor und der Hochzeitgesellschaft war er der einzige Anwesende in der kleinen Kirche. Er war nicht sicher, ob er den Neuvermählten entgegengehen und seine Glückwünsche überbringen sollte, oder ob er lieber warten sollte, bis sie den Gang entlang kamen. Er entschied sich fürs Warten. Der Pastor ging voraus, Lukas und Irma folgten ihm. Zögernd trat Donnegan vor und streckte seine Hand aus. »Meinen herzlichen Glückwunsch«, sagte er voller aufrichtiger Freude zu Lukas. Der Mann, der normalerweise so beherrscht war, konnte das Strahlen in seinen Augen nicht unterdrücken. Er hatte es geschafft. Er war nun verheiratet. Donnegan ließ seinen Blick zu seiner zukünftigen Braut schweifen. Langsam schritt sie am Arm von Grant Crayford, dem Bankier der Stadt, den Gang entlang. Donnegan hatte diesen Mann nie besonders gemocht, sondern ihn als notwendigen Teil der Stadt akzeptiert. Und nun, da der Mann seine Pranke auf Lauras kleine Hand legte, sich zu dem jungen Mädchen beugte und ihm etwas zuflüsterte, mochte Donnegan ihn noch weniger. Er konnte sie den Gang entlang führen, das war in Ordnung, aber es war etwas ganz anderes, so vertraulich, ja so besitzergreifend mit ihr zu reden. Donnegans gestärkter Kragen wurde ihm auf einmal zu eng. Ein wenig zu schnell trat er vor, nahm Lauras freien Arm und zog sie von dem Mann im dunklen Anzug fort.
Unser Abendessen wartet, erklärte er, und sie ließ sich bereitwillig fortführen. Als sie die Kirche verließen, sah Laura, wie Lukas Irma in die Kutsche half. Laura war fast ein bisschen neidisch, doch dann begegnete sie Irmas Blick. Sie lächelte, noch immer pflichtschuldig, doch ihr Blick verschleierte sich kurz. Sie hat Angst, dachte Laura. Sie ist nervös und hat Angst. Laura wünschte, sie könnte zu ihr gehen, doch stattdessen lächelte sie ihr nur ermutigend und hoffte, dass Irma sich dadurch ein wenig getröstet fühlen würde. Schon wurde der Kutschenschlag geschlossen und im nächsten Augenblick war Irma fort. Laura war so müde, dass sie das schmackhafte Essen kaum genießen konnte. Donegan unterhielt sich mit ihr und sie hoffte, dass sie ihm einigermaßen vernünftige Antworten gab. Sie war immer noch verwirrt und sogar besorgt wegen dieser Hotelgeschichte. Sie wusste nicht so genau, wie sie damit umgehen würde, wenn es soweit war, doch sie hatte nicht die Absicht, den Raum mit einem Mann zu teilen, der nicht ihr angetrauter Ehemann war. »Ich könnte gleich hier auf diesem Stuhl schlafen«, beruhigte sie sich. Müde genug dazu war sie. »Oder ich könnte mich auf einer der Sofa in der Halle legen.« Jetzt sprach Donegan wieder. »Ich weiß, Sie sind sehr müde«, sagte er gerade. »Darum sprechen wir wohl besser morgen früh über unsere Hochzeitspläne und nicht noch heute Abend.« Laura warf ihm einen abwesenden Blick zu. »Ich habe nichts Besonderes anzuziehen«, gestand sie dann, den Blick fest auf ihren Teller gerichtet. Donegan rutschte unbehaglich hin und her. »Ich auch nicht«, gestand er. »Nur Lukas denkt an sowas.« »Macht es Ihnen etwas aus?«, fragte Laura einfach. »Nein«, seine Antwort war kurz, beinahe scharf, dann wurde sein Tonfall weicher. »Ihnen denn?« Laura zuckte die Achseln. Irma hatte wundervoll ausgesehen, doch wenn sie ehrlich war, so hatte sie nie an ein Hochzeitskleid gedacht. »Nein«, sagte sie nach einem kurzen Zögern. »Was Sie jetzt anhaben, ist wirklich hübsch«, fuhr Donegan fort. Noch nie hatte ein Mann ihr ein Kompliment gemacht. Laura spürte, wie sie errötete. Die Mahlzeit endete schweigend. Als die beiden fertig gegessen hatten, erhob sich Donegan und bot Laura seinen Arm. »Ich denke, wir gehen wohl besser nach oben, bevor sie noch am Tisch einschlafen«, neckte er sie sanft. Laura sehnte sich nach dem weichen Bett in ihrem Zimmer, doch die Angst machte sich in ihr breit. Jetzt würde sie hart sein müssen. Jetzt musste sie... Aber wie und was sollte sie sagen? Donegan führte sie die Treppe hinauf und den Flur entlang und wieder öffnete er die Tür mit dem Schlüssel. Er hielt sie für sie offen, damit sie eintreten konnte, doch Laura blieb wie erstarrt stehen. »Dieses Arrangement gefällt mir überhaupt nichts hier«, sagte sie mit hocherhobenem Kopf und vorgeschobenem Kinn. Donegan blickte sie verwirrt an. »Stimmt irgendwas mit dem Zimmer nicht?«, fragte er unschuldig. Mit ihrem starken Akzent antwortete sie. »Nein, das Zimmer ist sehr hübsch, nur die Gesellschaft stört mich.« »Die Gesellschaft?« Donegan wusste ganz offensichtlich nicht, was sie meinte. »Auf der Reise habe ich eine winzige Kajüte mit mehr Frauen geteilt, als ich zählen konnte«, fuhr Laura fort. »Und das hat mich nicht einen Augenblick gestört, aber ein Zimmer mit einem Mann zu teilen, dagegen habe ich etwas.« »Einem Mann?« Donegan spähte ins Zimmer, als erwarte er dort einen Mann zu entdecken, den er bisher übersehen hatte. Sein Gesicht verriet noch immer seine Verwirrung. »Falls Sie sich für einen Mann halten, Sie«, sagte Laura, die Verärgerung war ihrer Stimme anzuhören. »Ich?« fragte er ungläubig, dann begann er leise zu lachen. »Meine Güte, Sie dachten, also, ich meine, Sie dachten, dass...« Er konnte die Frage nicht zu Ende bringen. »Aber wir werden doch erst morgen heiraten«, erinnerte er sie. Laura stand einfach nur da und starrte ihn an. Ihre Verärgerung verwandelte sich in Verwirrung. »Mein Zimmer ist am anderen Ende des Flures«, erklärte Donegan schnell und deutete den Flur entlang. Dann drückte er Laura den Schlüssel in die Hand. »Ihr Schlüssel«, sagte er und zog einen anderen Schlüssel aus der Tasche. Dann fuhr er sich mit der Hand durch sein blondes Haar. Laura bemerkte, wie seine Wangen sich allmählich röteten. Nur die weiße Narbe blieb davon unberührt. Nervös befeuchtete er sich die Lippen und spielte mit dem Hut in der Hand. »Es tut mir leid«, murmelte er. »Es war nicht meine Absicht, Sie in dieser Unsicherheit zu halten. Ich schätze, ich habe es Ihnen nicht erklärt. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Es tut mir wirklich sehr leid.« Laura spürte, wie ihre Verärgerung schwand. Sie stand eine Weile recklos da und versuchte, sich wieder unter Kontrolle zu bekommen. Dann breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. »Sicher, und ich habe Ihnen eine ganz schöne Szene gemacht, nicht?« gab sie leise lächelnd zu. Er blickte ihr fest in die dunklen Augen. Unerwartet legte er ihr die Hand auf die Schulter. »Ich bin froh«, flüsterte er. »Ich bin froh, dass Sie, nun ja, dass Sie so ein Mädchen sind.« Laura verstand genau, was er meinte, und war tief bewegt.
Sie schluckte und brachte ein Nicken zustande. Dann ging sie ins Zimmer. »Ich werde morgen früh an Ihre Tür klopfen«, rief er ihr leise nach, und Laura hörte, wie die Tür hinter ihr zugezogen wurde. Ein Neuanfang. Laura hatte Angst gehabt, dass sie womöglich erst am Nachmittag des folgenden Tages wieder aufwachen würde. Sie war so schrecklich müde von der langen Reise und so erschöpft von der nervlichen Anspannung. Doch sehr zu ihrem Erstaunen verbrachte sie eine ruhelose Nacht. Zuerst hatte sie Schwierigkeiten einzuschlafen. Sie dachte an Irma und Risa und fragte sich, wie sie sich wohl an die Tatsache gewöhnten, dass sie nun mit einem völlig fremden Mann verheiratet waren. Sie dachte an Dolligan, ihren Bräutigam, den sie kaum kannte, und fragte sich, ob er wohl irgendwelche finsteren Geheimnisse habe. Tatsächlich fragte sie sich sogar, ob sein Extrazimmer nur ein Vorwand war, damit er sich unbemerkt in der Nacht davon schleichen und sie mittellos hier zurücklassen konnte. Ihre Gedanken wanderten auch in ihre Heimat. Ihre Stiefmutter und deren Heiratspläne übersprang sehr schnell. Sie fragte sich nicht einmal, ob Madame wohl Glück in ihrer Ehe gefunden hatte. Mittlerweile würde sie wohl verheiratet sein. Stattdessen dachte sie an Bridget und die Einsamkeit erdrückte sie fast. Sie vermisste Bridget. Es stimmte, das Mädchen war ziemlich verwöhnt und unerzogen, aber sie und Laura hatten echte Zuneigung füreinander empfunden. Würde Bridget zur Schule gehen? Es war bereits Herbst. Das Mädchen müsste jetzt im Internat sein. Laura fragte sich, wie es ihr wohl ging. Würde das Wenigste, das Laura ihr beigebracht hatte, ausreichen, so dass sie mitkam? Laura dachte sogar an Charles und den kleinen Edmund. Ob es ihnen auf dem Land wohl gefiel? Hatten sie tatsächlich ein eigenes Pony bekommen? Seltsamerweise musste Laura sogar an den missmutigen alten Bäcker denken. Bestimmt hatte er ihren Korb an ein anderes armes Mädchen weitergegeben, das jetzt seine Waren auf der Straße feilbot. Laura wollte sich das Mädchen nicht einmal vorstellen. Die schmutzigen Straßen Londons waren wirklich kein Ort, an dem ein junges Mädchen sich aufhalten sollte. Und immer wieder kehrten Lauras Gedanken zu Donegan zurück. Wieder einmal sagte sie sich enttäuscht, er ist kein Irre. Ganz bestimmt nicht. Aber was war er? Und wer war er? Er sah gut aus, obwohl seine Größe sie beunruhigte. Er sagte, er hätte eine Farm. Das gefiel Laura. Eine Farm würde eine nette Abwechslung von den schmutzigen Straßen und den dunklen großen Gebäuden sein. Er schien ein Gentleman zu sein, obwohl natürlich nicht so weltgewandt und selbstsicher wie Irmas Gatte Lukas. Doch noch während Laura darüber nachdachte, bewegte sie sich unruhig. Sie war nicht sicher, ob ihr ein Mann wie Lukas besser gefallen hätte als Donegan. Er schien so bestimmend, er schien alles fest in der Hand zu haben und fast mechanisch zu reagieren. Wieder fragte sich Laura, ob Irma wohl mit ihm glücklich werden würde. »Ich muss damit aufhören«, ermahnte sie sich. »Morgen früh werde ich vollkommen zerschlagen sein und nicht bereit für meine Hochzeit.« Doch gleichzeitig fragte sich Laura, ob es überhaupt eine Hochzeit geben würde. Donegan zog sich sehr früh auf sein Zimmer zurück. Er wusste einfach nicht, was er sonst mit dem langen Abend anfangen sollte. Doch er hätte ebenso gut aufbleiben und spazieren gehen können. Unruhig warf er sich im Bett herum, schüttelte sein Kissen auf, dann drehte er sich wieder auf die Seite und stopfte es sich unter den Kopf. Noch nie war er innerlich so aufgewühlt gewesen. Nie hatte er vor einer so schwierigen Entscheidung gestanden. 21. Das ist lächerlich. Sie ist höchstens, ich weiß, was ich tun sollte, sagte er sich fest. Ich sollte ihre Sachen zusammenpacken, sie in die Postkutsche setzen und sofort wieder nach Hause schicken. Doch Donegan hatte schlichtweg nicht das Geld dafür, eine zweite Überfahrt zu bezahlen. Vielleicht könnte jemand sie als Hilfskraft nehmen. Das würde ihr ein wenig Zeit geben, erwachsen zu werden, dachte er dann. Aber schnell verwarf er den Gedanken wieder. Wie konnte er dann wissen, dass sie angemessen behandelt und nicht ausgenutzt würde? »Ich sollte sie nicht heiraten, das ist klar«, sagte er sich. »Aber wenn er sie nicht heiratete, was soll er dann mit ihr anfangen?« An ihrem wenigen Gepäck war deutlich zu sehen, dass sie nicht in der Lage sein würde, für sich selbst zu sorgen. »Aber ich kann sie doch auch nicht einfach zur Farm mitnehmen, ohne sie zu heiraten«, überlegte Donegan. »Selbst wenn ich im Stall schlafen würde.« Es schien einfach keinen Ausweg zu geben. Nicht, dass sie ihm nicht gefallen hätte. Sie war ein hübsches kleines Ding und sie hatte Mumm. Das hatte er gleich bemerkt. Und wenn er genau darüber nachdachte, so hätte er von den drei Frauen, die aus der Postkutsche ausgestiegen waren, vermutlich sie ausgewählt.
Die große, spröde Riese hätte ihn wahrscheinlich in seinen Stiefeln erzittern lassen. Er fragte sich, wer es Wallace wohl ging. Und Irma, obwohl sie angenehm und fröhlich wirkte, fragte er sich, ob eine so willfährige Person ihm nicht bald auf die Nerven gehen würde. Aber die kleine Laura, wenn sie lächelte, erhellte sich ihr ganzes Gesicht, und wenn sie wütend wurde, sprühten ihre dunklen Augen Funken. Er hatte das Gefühl, dass ein Leben mit ihr ein recht interessantes Abenteuer werden würde. Aber sie war so klein, so jung. Er warf sich wieder herum und in der Stille seines Hotelszimmers verfluchte er Wallace und Lucas, dass sie ihn zu dieser verrückten Sache überredet hatten, aber auch diesen Jenks, der keinen Verstand zu haben schien und ihm ein Kind anstatt eine Frau schickte. Er versuchte, die beunruhigenden Gedanken zu verdrängen, damit er ein wenig schlafen konnte. 21, schnaubte er verächtlich. Warum musste sie bezüglich ihres Alters lügen? Er würde morgen früh mit ihr darüber sprechen müssen und dann überlegen, was zu tun war. Und er musste sie bitten, ihn nicht immer mit Sie anzusprechen. Donegan gefiel ihm sehr viel besser. Lange bevor es an der Tür klopfte, war Laura aufgestanden und fertig angekleidet. Auch ihre wenigen Habseligkeiten hatte sie bereits zusammengepackt. Ihr Spiegelbild hatte ihr gesagt, dass sie keineswegs ausgeruht aussah, und nun stand ihr ein weiterer aufregender Tag hervor. Donegan drehte verlegen seinen Hut in den Händen. Laura fühlte sich erleichtert, ihn zu sehen. Wenigstens hatte er die Stadt nicht verlassen. Sie fand, dass auch er so aussah, als hätte er nicht besonders gut geschlafen. Er brachte ein Lächeln zustande. »Guten Morgen«, begrüßte er sie. Laura hoffte, er würde sie nicht fragen, ob sie gut geschlafen hätte. »Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hätte gern gegen ein gutes Frühstück jetzt nichts anzuwenden«, sagte er, und Laura brachte ein Lächeln und ein Kopfnicken zustande. Sie war schon seit einigen Stunden hungrig. Er führte sie in den Speisesaal und bestellte für sie beide. Laura freute sich über den starken, heißen Kaffee. Es schmeckte nicht nur gut, sondern er gab ihr auch die Gelegenheit, ihre Hände beschäftigt zu halten. »Wir müssen miteinander reden«, begann Donegan. Er schien sich unbehaglich zu fühlen, andererseits aber entschlossen zu sagen, was er auf dem Herzen hatte. »Um ehrlich zu sein«, begann er und rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, »ich hatte mir eine etwas ältere Frau vorgestellt, ein wenig reifer.« Alle Farbe wich aus Lauras Gesicht. Es war ihre Behinderung, sie hatte es ja gleich gewusst. Er brach ab und Laura sah, dass er mit sich kämpfte. »Ich, auf dem Papier, das ich bekommen habe, stand, dass sie 21 sind.« Herausfordernd blickte er sie an. Er hasste Lügen. Es hatte ihm die ganze Nacht zu schaffen gemacht, dass er eine Frau heiraten sollte, die ihm nicht die Wahrheit sagte. Wie konnte er mit einem Menschen sein Leben und seine Träume teilen, wenn er ihm nicht bedingungslos vertrauen konnte? Laura hielt seinen Blick stand. Er sah, wie ihre Augen sich vor Erstaunen weiterten, dann vor Besorgnis trüb wurden. »Das stand drauf?«, fragte sie beinahe atemlos. Er nickte. Laura senkte den Blick auf ihren Teller. Langsam schüttelte sie den Kopf. Er glaubte, unterdrückten Zorn in ihren Augen zu lesen, als sie ihn wieder ansah. »Das war dieser Mr. Jenks«, sagte sie. »Ich habe ihm mein richtiges Alter genannt, aber der Mann hat vermutlich etwas Falsches aufgeschrieben. Es tut mir leid.« Die letzten Worte kamen so leise heraus, dass Donegan Mühe hatte, sie zu verstehen. Doch ihre Augen sprachen Bände. Donegan glaubte ihr nun zu gern, dass sie nichts dafür konnte, genau wie sie gesagt hatte. »Ich glaube nicht, dass Mr. Jenks vertrauenswürdig ist«, fügte sie hinzu, und in ihren Augen war wieder die Wut zu lesen. Donegan rutschte unruhig hin und her. Auf einmal empfand er selbst Wut auf diesen Jenks, den er nie plötzlich persönlich kennengelernt hatte. Er musste die Unterhaltung fortsetzen, sonst würde er Fragen stellen, die er vielleicht lieber nicht gestellt hätte. »Warum sind Sie nach Amerika gekommen?«, fragte er sie einfach. »Ich meine, in Ihrem Alter, warum sind Sie nicht bei Ihren Eltern in Irland geblieben?« Laura atmete tief durch. Er hatte das Recht auf einige Antworten. Auch sie hatte einige Fragen. »Ich komme aus London«, antwortete sie und bemerkte das Erstaunen in seinem Gesicht. »Sicher, ich bin Irin, doch ich musste in London leben, seit mein Vater seinen Besitz aufgeben musste. Meine Mutter starb, als ich noch sehr klein war. Ich kann mich kaum noch an ihr Gesicht erinnern. Mein Vater heiratete wieder eine Frau aus Frankreich. Dann starb mein Vater vor einigen Jahren. Wir blieben in ziemlich schwierigen Lebensumständen zurück. Ich arbeitete, falls man das Verkaufen von Brötchen und Kuchenstücken auf Londoner Straßen arbeiten nennen kann. Und dann beschloss Madame,
Der Name rutschte ihr einfach so heraus. Ich meine Stiefmutter beschloss wieder zu heiraten. Sie brach ab und blickte ihn an. Darum habe ich mich gemeldet. Sie zuckte die Achseln und betrachtete die Tasse in ihrer Hand. Donegan saß reglos. Er musste erst einmal verarbeiten, was er gehört hatte. »Warum sind Sie nicht bei Ihrer Familie geblieben?« fragte er leise. »Sie wollten aufs Land ziehen«, antwortete sie gleichmütig. »Und Sie mögen das Land nicht?« Er dachte an seine Farm und das kleine Häuschen und ein ungutes Gefühl stieg in ihm hoch. »Ich weiß nicht, da ich keine eigenen Erinnerungen daran habe, aber mein Vater sagte immer, dass es ein schöner Ort zu leben sei.« »Und warum sind Sie dann nicht mitgegangen?« Wieder senkte Laura den Blick. Sie legte die Hände in den Schoß und schwieg lange. Als sie Donegan endlich wieder ansah, las er in ihrem Blick Schmerz und Einsamkeit. »Ich war nicht willkommen, außer als Dienstmagd«, sagte sie ehrlich. »Als Dienstmagd?« Sie nickte jetzt ein wenig mutiger und schob ihr Kinn vor und entdeckte wieder das Feuer in ihren Augen. »Madame bot mir mit zwei Möglichkeiten. Ich könnte als Dienstmädchen mit aufs Land kommen oder sehen, wie ich allein klarkäme.« Donegan wusste darauf nichts zu sagen. Er senkte den Blick und spielte mit dem Besteck neben seinem Teller. Sie hatte wirklich keine Wahl. Und er auch nicht, Kind oder nicht. Er konnte nichts anderes tun, als sie zu heiraten. Um 10 Uhr morgens erreichten sie die kleine Kirche. Es gab kein weißes Brautkleid und keinen schwarzen Anzug. Lukas im dunklen Anzug nahm seinen Platz an Donegans Seite ein. Irma stand neben Laura. Sie nahmen die leicht verwelkten Sträuße vom Tag zuvor, nur hatte Irma Laura diesmal großzügigerweise ihren eigenen Brautstrauß überlassen. Die Trauung war kurz und schlicht und nach wenigen Augenblicken blickte Laura scheu zu Donegan hoch. Sie waren jetzt Mann und Frau. Donegan sah sie nicht mehr richtig an, bis sie auf dem Wagen saßen und auf der staubigen Straße zur Farm unterwegs waren. Er fragte sich, ob sie wohl sehr enttäuscht sein würde, nachdem sie ihm das elegante Hotelsuite gesehen hatte, bevor sie die Stadt verließen. Doch sie wirkte durchaus nicht unzufrieden. Sie schob ihr Häubchen zurück und steckte sich eine Haarsträhne fest, die sich gelöst hatte. Dann hielt sie ihr Gesicht in den Wind, der durch das Gras am Straßenrand fuhr, und atmete tief und zufrieden durch. »Schon als Kind wollte ich immer das Land sehen, wissen Sie?« gestand sie offen und Donegan atmete erleichtert auf. »Wo wir jetzt verheiratet sind, sollten wir uns vielleicht besser duzen«, schlug er vor. Sie schaute ihn kurz von der Seite an und nickte dann zustimmend. Schweigend fuhren sie weiter. Plötzlich legte Laura den Kopf zur Seite, so als lausche sie angestrengt. »Was für ein Vogel ist das?« fragte sie. »Nur eine Drossel«, antwortete er. »Du musst mir alles über die Vögel erzählen«, erwiderte sie. »Das Du klang ungewohnt«, und Laura errötete sanft. Um die Verlegenheit zu überbrücken, setzte sie zu einer weiteren Frage an, doch schnell riss sie sich wieder zusammen. Sie würde keine Plaudertasche sein, und ganz bestimmt wollte sie keine Befehle geben. Sie errötete noch tiefer vor Verlegenheit. Doch Donegan schien das nicht zu bemerken. »Magst du Vögel?« fragte er herzlich. »Oh ja«, hauchte sie. »Würdest du gern ein paar Hühner haben?« fragte Donegan noch eine Weile. »Oh ja«, erwiderte Laura wieder. »Sie würde gern Hühner haben. Und Gänse und Enten und vielleicht sogar«, wieder ermahnte sie sich, den Mund zu halten. »Wir werden uns welche anschaffen, im kommenden Frühling«, sagte Donegan, und die Angelegenheit war erledigt. Laura hatte so viele Fragen, die sie gern gestellt hätte. Wo war seine Farm? Was gab es dort? Wenn er keine Hühner besaß, hatte er dann Schafe, Rinder? Sie wünschte, sie könnte darüber sprechen. Sie hätte ihn all das zu gern gefragt. Doch sie wollte ihn nicht wütend machen, indem sie einfach so drauf losplapperte, während er vielleicht in Ruhe gelassen werden wollte. Sie biss sich auf die Zunge und unterdrückte ihre Fragen. Während Laura sich zwang, keine Fragen zu stellen, war Donegan betrübt über die Tatsache, dass sie so schweigsam war. »Auf diese Weise werden wir uns nie kennenlernen«, dachte er niedergeschlagen. Es gab so vieles, dass er sie fragen, ihr erzählen wollte, doch sie schien an einer Unterhaltung nicht interessiert zu sein. Er wollte sie nicht quälen, indem er ihr Fragen stellte oder sich mit seiner Farm brüstete, die er ganz alleine aufgebaut hatte. Doch es war schwierig, so lange Zeit schweigend nebeneinander zu sitzen. Wenn er den Schwarzen geritten hätte, wäre bestimmt alles besser gewesen. Sie kamen zu einer kleinen Farm und Laura spürte, wie ihr Herzschlag sich beschleunigt. War das ihre Farm? Aber nein, Donegan machte keine Anstalten, die Pferden zum Stehen zu bringen.
Das ist Wallis Farm, erklärte er, und Laura betrachtete die schäbigen Gebäude mit neuem Interesse. Sie waren schon fast dran vorbei, als Laura Risa entdeckte. Sie stand im Schatten des kleinen Gebäudes über einem Waschtrog gebeugt. Eine Leine voller sauberer gewaschener Wäsche flatterte bereits im Nachmittagswind. »Ich sehe, Risa hat sich gleich an die Arbeit gemacht«, meinte Donegan lächelnd. Laura winkte, doch die Frau war zu beschäftigt und blickte nicht von ihrem Waschbrett auf. Es dauerte nicht lange, bis Donegan das Pferd in seinen Hof lenkte. Laura verliebte sich sofort in die Farm. Sie war so viel besser als das dunkle kleine Häuschen in London. Und es war offensichtlich, dass diese Farm auch sehr viel schöner und freundlicher war als die von Wallis. Doch Laura biss sich auf die Zunge und bemühte sich, sich ihre Aufregung nicht anmerken zu lassen. Er hielt sie bereits für ein Kind. Dieses Gefühl würde sich noch verstärken, wenn sie beim Anblick ihres neuen Heimes aufgeregt auf ihrem Sitz herumhüpfen und in die Hände klatschen würde. Donegan warf ihr einen Seitenblick zu. Er hoffte, ein Funkeln in ihren Augen zu entdecken. Doch stattdessen blickte er in ein ausdrucksloses Gesicht und ihre Hände waren fest in ihrem Schoß gefaltet. Donegan half Laura von dem hohen Kutschbock hinunter und stellte sie auf den Boden. Er sah, wie ihr Blick zu den Blumenbeeten wanderte, die er ihretwegen angelegt hatte, und einen Augenblick lang leuchteten ihre Augen auf, doch sie sagte nichts. »Ich bringe deine Sachen ins Haus, wenn ich die Pferde versorgt habe«, sagte er ihr. »Du kannst ja schon mal vorgehen.« Laura zögerte. »Soll ich lieber mitgehen, das erste Mal?«, fragte Donegan beinahe schüchtern. »Oh nein, das ist schon in Ordnung«, erwiderte Laura, »doch es war seltsam, das Haus dieses Mannes zu betreten, in dem Wissen, dass es bald auch ihr Heim werden würde.« Sie drehte den Türknauf der unverschlossenen Tür und trat ein. Der Wohnküchenbereich war ordentlich und geräumig. Laura hielt die Luft an. Das hier war weit mehr, als sie sich von ihrem zukünftigen Heim erträumt hatte. Um nichts in der Welt hätte sie mehr mit Irma tauschen wollen. Langsam ging sie weiter, betrachtete die kleinen Regale, auf denen das Geschirr gestapelt war, den schwarzen Ofen mit dem Kupferkessel, den Tisch mit den Stühlen, das Regal mit den Büchern und den typischen Männersachen wie Gürtel, Schnallen und einem Schachbrett. Sie wagte sich sogar noch weiter vor und fand das Schlafzimmer. So viel Platz für nur zwei Leute. Sie und Bridget waren gezwungen gewesen, sich ein Kämmerchen zu teilen, in dem sie kaum neben dem Bett stehen konnten. Laura klatschte vor Freude in die Hände. Sie verspürte den Drang, in dem kleinen Raum herumzutanzen, doch sie glaubte, Donegan hereinkommen zu hören. Sie zwang sich zu einem ausdruckslosen Gesichtsausdruck und kehrte in die Küche zurück. Gerade stellte er ihren kleinen Koffer neben die Tür ab. »Ist alles in Ordnung?«, fragte er und hoffte von ganzem Herzen, dass sie mit ein wenig Begeisterung antworten würde. »Alles prima«, sagte sie emotionslos. Er blieb eine Minute stehen, dann nickte er. »Ich hole frisches Wasser«, informierte er sie und nahm den Eimer vom Regal. Nachdem er das Haus verlassen hatte, tanzte Laura doch einmal um den Tisch. Es war einfach perfekt. Sie konnte hier glücklich sein. Sie wusste, dass es so sein würde. Wieder blickte sie nach draußen. »Es wird so gemütlich sein, wenn noch Vorhänge vor den Fenstern hängen, ein gehäkelter Teppich auf dem Boden und ein Überwurf über dem Sessel in der Ecke ist. Und vielleicht ein heller...« Aber Laura rief sich wieder zur Ordnung. Er hatte sie nicht hierher gebracht, damit sie sein Heim vollkommen umkrempelte. Wenn sie all diese Veränderungen vornehmen würde, würde er glauben, sie wäre nicht zufrieden mit dem, was sie hatte. Er würde sie für fordernd halten. Nein, alles war in Ordnung so, wie es im Augenblick war. Sie würde sein Missfallen nicht auf sich ziehen, sie würde um nichts bitten. Donegan ließ den Eimer in den tiefen Brunnen hinab. Er dachte über Laura und ihre Reaktion auf die Farm und das Haus nach. Beziehungsweise ihre fehlende Reaktion. Ihm war gar nicht klar gewesen, wie wichtig es ihm gewesen war, dass ihr gefiel, was sie antraf. Jetzt sah er sein Haus mit anderen Augen. Was stimmte nicht? Wollte sie eine Wohnung wie Irmas? Nun, wenn es das war, dann war er der falsche Mann. Lukas Stein war der einzige Mann im ganzen Umkreis, der sich so etwas leisten konnte. Er wusste, dass sein Haus einfach war. Aber mit ein wenig Anstrengung und den Dollars, die er ihr geben konnte, würde sie das ändern können. Frauen wussten doch, wie sie mit so etwas umgehen mussten. Er konnte es nicht. Wenn er es gekonnt hätte, hätte er für sie getan. Schließlich hatte er ja auch die Blumen gepflanzt. Und dann dachte er an die vielen Veränderungen und die lange Reise. Sie ist einfach nur erschöpft.
redete er sich ein. Gib ihr ein paar Tage Zeit, dann wird sie alles schon so richten, wie sie es haben möchte. Dolligan zwang sich dazu, pfeifend zum Haus zurückzukehren. Eingewöhnen. Der folgende Morgen war warm und hell und Dolligan fragte Laura ein wenig schüchtern, ob sie gern die Farm sehen möchte. Sie konnte ihre Begeisterung kaum unterdrücken, als sie ihm antwortete, sie würde sie gern sehen. »Kannst du reiten?« fragte er. Sie schüttelte langsam den Kopf. »Ich habe eine Stute für dich zugeritten«, fuhr er fort. »Doch ich glaube nicht, dass sie schon so weit ist, wenn du nicht sicher im Sattel bist.« Laura wollte protestieren, doch sie biss sich auf die Zunge. »Wie überprüfst du normalerweise die Farm?« fragte sie. »Ich reite den Schwarzen«, antwortete er. »Den Schwarzen? Meinen Hengst.« Er wartete und beobachtete sie, doch ihr Gesicht ließ keine Rückschlüsse zu. »Er könnte uns beide tragen«, sagte er schließlich. Lauras Kopf fuhr hoch und einen unbewachten Augenblick lang leuchteten ihre Augen auf. »Hättest du etwas dagegen?« fragte Dolligan. »Nein, nein, ich hätte nichts dagegen«, erwiderte sie und hätte das Geschirrtuch bereits über die Pfanne gehängt. Laura war vielleicht ein Meister darin geworden, ihre Gefühle zu verbergen, doch als sie den Schwarzen erblickte, konnte sie kaum an sich halten. Der Hengst war prächtig. Allerdings schien er ein wenig unruhig zu sein. »Konnten sie wirklich beide auf ihm reiten?« fragte sie sich, während das schwarze Pferd auf der Koppel herumgaloppierte, seinen Kopf hochwarf und schnaubte. Dolligan musste nur einmal pfeifen und der Schwarze senkte den Kopf und kam gehorsam zu seinem Besitzer getrabt. Laura hätte den wunderschönen Hengst zu gern gestreichelt, doch sie wagte nicht, dies ohne Dolligans Erlaubnis zu tun. Und sie wollte auch nicht fragen. Bald war der Schwarze gezäumt und gesattelt und Dolligan schwang sich leicht auf seinen Rücken. Er reichte Laura die Hand. Der Hengst stampfte ungeduldig, doch ein Wort von Dolligan brachte ihn zur Ruhe. »Gib mir deine Hand«, sagte Dolligan, »und jetzt tritt auf meinen Fuß. Ich heb dich hoch.« Laura reichte ihm ihre Hand, trat auf seinen Fuß und wurde leicht auf den Rücken des Pferdes gehoben. Noch nie hatte sie so hoch gesessen. Es raubte ihr beinahe den Atem. »Leg deine Arme um meine Taille und halt dich fest«, forderte Dolligan sie auf. Laura war froh, dass Dolligan nicht sah, wie sie errötete. »Zu dieser Jahreszeit ist auf den Feldern nicht mehr viel zu sehen«, erklärte ihr Dolligan. »Das Heu und das Korn sind bereits geerntet.« Dolligan zwang den Schwarzen zu einem langsamen Schritt. Das Pferd schnaubte vor Ungeduld und warf den Kopf hin und her. Sie rieten einen langen Weg entlang über einen Hügel und an bereits abgeernteten Feldern vorbei. Auf dem ganzen Weg tänzelte der Schwarze und riss an seinem Gebissstück. »Läuft er immer so?« fragte Laura unschuldig. »Er will galoppieren«, antwortete Dolligan. Laura schwieg eine Weile. »Galoppierst du sonst mit ihm?« fragte sie. »Sonst schon«, erwiderte Dolligan. »Dann lass ihn doch galoppieren«, meinte Laura schlicht. Dolligan drehte sich im Sattel halb herum. »Bist du sicher?« fragte er. Laura nickte. Dolligan wirkte immer noch unsicher. »Du wirst dich gut festhalten müssen«, wies er sie an. Als Antwort klammerte sie sich noch fester an ihn. Er legte seine Hand über ihre und ließ dem Schwarzen seinen Willen. Das Pferd reagierte sofort mit einem Sprung und schon galoppierten sie über die Prärie. Der Wind peitschte Lauras Haar zurück und spielte mit ihren Rücken. Nie hatte sie so etwas Aufregendes erlebt. Weiter ging es in langen Sätzen über die Wiesen. Der Hengst schien zu fliegen und Laura dachte an das sanfte Wiegen der See. Sie kamen zu einem Zaun und Dolligan brachte den Schwarzen mit einem leisen »Hu« zum Stehen. Auf der Weide grasten Pferde. Der Schwarze begrüßte sie mit einem aufgeregten Wiehern und viele der Stuten antworteten ihm. Die Herde wurde unruhig. Der Hengst tänzelte wieder, er wollte zur Herde. »Sie sind einfach wundervoll«, brach es aus Laura hervor, bevor sie sich noch im Zaun halten konnte. »Wem gehören sie?« »Mir«, erwiderte Dolligan stolz. Dann errötete er und korrigierte sich. »Uns.« Er musste sich erst daran gewöhnen, dass er seinen Besitz nun mit ihr teilte. »Komm, ich helfe dir herunter«, sagte er dann und legte seinen Arm um ihre Taille. Laura wurde leicht wie eine Feder zur Erde gehoben und stand nun neben dem Schwarzen. Dolligan schwang sein Bein über den Rücken des Pferdes und stieg ebenfalls ab. »Normalerweise müssen wir auf die Weide reiten, um sie zu finden«, erklärte Dolligan. »Heute haben wir Glück.« Eine Weile beobachteten sie, wie die Pferde herumliefen. Ein paar waren zum Zaun gekommen und hatten ihre Nasen hindurchgestreckt. Der Schwarze ging freudig auf sie zu, um sie zu begrüßen. Andere galoppierten aufgeregt umher, bissen und jagten sich. »Verhalten sie sich immer so?«, fragte Laura. »Nur wenn der Schwarze da ist.
erwiderte Donegan grinsend. Sie wollen sich zeigen. Laura hätte gern noch mehr Fragen gestellt. Doch sie hielt sich zurück. Sie beobachteten die Pferde, bis die Herde sich allmählich beruhigte. Einige begannen sogar zu grasen. Fertig? Fragte Donegan und Laura nickte. Er nahm die Zügel und drehte den widerstrebenden Hengst herum. In einer schnellen Bewegung stieg er auf und reichte Laura die Hand. Diesmal brauchte er sie nicht aufzufordern, ihre Arme um seine Taille zu legen. Fest legte sie die Hände ineinander und wünschte sich sehnlichst, er würde den Schwarzen wieder galoppieren lassen. Sie konnte ihr Lächeln nicht unterdrücken, als er es tat. Doch Donegan konnte es nicht sehen. Sie sahen sich die ganze Farm an mit den Rindern, Weiden und Waldstücken, bevor Donegan den Schwarzen wieder nach Hause lenkte. Einige Stunden waren sie unterwegs gewesen. Es war heiß geworden und die Mittagszeit war überschritten. Trotzdem war Laura nur widerstrebend bereit, das Gefühl der Freiheit aufzugeben, das sie bei dem Ritt über die Prärie empfunden hatte. Sie hätte immer weiter reiten können. »Ich komme herein, sobald ich den Schwarzen versorgt habe«, sagte Donegan, als er sie auf den Boden setzte. Laura versuchte, mit zitternden Händen ihr Haar zu richten. Der Wind hatte ihre Haarnadeln gelockert. Sie nickte. Sie wusste, Donegan würde sein Mittagessen haben wollen. Laura hatte nie etwas gegen Küchenarbeit einzuwenden gehabt. Darum wusch sie sich die Hände in der Schüssel in der Ecke und durchsuchte die Regale. Sie fand genügend Zutaten, um ein deftiges Mittagessen zu bereiten. Doch sie stellte auch fest, dass die Amerikaner andere Lebensmittel hatten, als sie gewöhnt war. Donegan musste das auch erkannt haben, denn während er sich die Hände wusch, sagte er, ohne sich umzudrehen, »Wir werden bald in die Stadt fahren müssen, damit du einkaufen kannst. Ich habe nie viel im Haus gehabt.« Laura nickte, wobei sie vergaß, dass er ihr den Rücken zugewendet hatte. Er richtete sich auf und trocknete die Hände und Gesicht ab. »Dann kannst du auch die anderen Dinge besorgen, die du kaufen möchtest«, fuhr er fort. Sie wirkte überrascht. »Welche Dinge?« wagte sie zu fragen. »Für das Haus, was du brauchst.« Laura ließ ihren Blick durch den Raum gleiten. Oh, es war wirklich verlockend. Aber sie wollte nicht fordernd wirken. Außerdem hatte Laura nie die Gelegenheit gehabt, ein Heim zu gestalten. Sie wusste nicht so genau, wie man das machte, und sie hatte Angst, sie würde etwas falsch machen, wenn sie es versuchte. Sie wollte das Missfallen dieses großen Mannes, der ihr auf der anderen Seite des Raumes gegenüberstand, nicht auf sich ziehen. »Das Haus ist prima so«, sagte sie und wendete sich dem Herr zu. Donegans enttäuschten Blick bemerkte sie nicht. Sie saßen auf der Veranda und genossen die Kühle des Herbstabendes. Laura hatte sich einen Schal um die Schultern gelegt, da es abends schon recht frisch war. Volle 4 Wochen lebte sie nun schon fast schweigend nebeneinander her. Laura schien es eine lange Zeit zu sein, und sie wusste immer noch nicht sehr viel mehr über Donegan als an dem Tag, an dem sie sein Heim betreten hatte. Sie sehnte sich so danach, mehr zu erfahren, doch sie erinnerte sich immer wieder daran, dass er Geschwätzigkeit und Neugier vielleicht nicht mochte. Wenn es etwas gab, das Madame ihr immer und immer wieder eingetrichtert hatte, dass Männer es überhaupt nicht mochten, immer gefragt oder angesprochen zu werden. Eine gewisse Routine war eingekehrt. Laura bereitete die Mahlzeiten, wusch die Wäsche und hielt das Haus in Ordnung. Donegan versorgte die Tiere, brachte Wasser herein und sorgte für das Holz. Es schien ein recht gutes Arrangement zu sein, doch Laura hatte sogar das Gefühl, dass sie wirklich zufrieden und glücklich sein könnte. Doch sie war es nicht. Tief in ihrem Inneren war eine Einsamkeit, die nicht berührt worden war. Manchmal fragte sie sich sogar, ob es wirklich so sehr anders gewesen wäre, wenn sie Hausmädchen in Madames neuem Landhaus geworden wäre. Sie warf Donegan einen verstollenen Blick zu und fragte sich, ob er ihre Gedanken wohl lesen konnte. Was sie am meisten ärgerte, war Donegans Einstellung ihr gegenüber. Er schien in ihr immer noch ein kleines Mädchen zu sehen. »Du kannst diesen schweren Eimer nicht heben. Komm, lass mich das Wasser ausschütten. Ich mache das Feuer. Ich glaube nicht, dass die Stute schon von einem unerfahrenen Reiten geritten werden kann.« Das ärgerte Laura. Sie, die nicht nur unabhängig, sondern sogar in der Lage gewesen war, auf den rauen Straßen Londons auf sich aufzupassen, ja sogar seit ihrem 10. Lebensjahr für andere gesorgt hatte, wurde nun behandelt, als sei sie 6. Manchmal fiel es ihr sehr schwer, ihre Wut zu unterdrücken. Sie war kein Kind mehr. Sie war auch nicht dumm oder ungeschickt. Sie war sehr viel stärker, als man ihr zutraute. Das Leben hier draußen machte ihr Spaß.
So seltsam es auch war, aber sie sehnte sich danach, eine von Donegan akzeptierte Partnerin zu sein, wenn nicht sogar eine gleichwertige. Und sie sehnte sich danach, die braune Stute zu reiten. Das Gefühl, das sie auf dem Hengst erfahren hatte, als Donegan die Zügel in Händen gehalten hatte, war nur ein Vorgeschmack darauf, wie es sein würde, wenn sie allein auf einem Pferd sitzen würde. Dessen war sie sicher. Sie konnte es nicht erwarten, ihre Fersen in die Flanke der Stute zu drücken und über die braunen Hügel und durch die grünen Täler zu fliegen. Donegan saß auf der Stufe und schnitzte an einem Stück Holz. Er konnte nicht sagen, warum er mit dem Schnitzen angefangen hatte, außer dass es ihm vielleicht geholfen hatte, die einsamen Stunden zu fühlen, als er noch ganz allein im Haus gewohnt hatte. Er hatte gehofft, mit Lauras Ankunft das Schnitzmesser beiseite legen zu können. Er hätte sehr viel lieber geredet als geschnitzt. Doch Laura schien nicht viel vom Reden zu halten. Er hatte sich auf den Winter in Gesellschaft gefreut und nun stand ihm ein neuer Winter des Schweigens bevor. Er hatte nichts gegen Laura, aber sie war nicht so, wie er sich eine Frau vorgestellt hatte. Er hatte eine Frau gewollt, die in seine kahle, kleine Hütte einziehen und ein Heim daraus machen würde, warm, gemütlich und einladend. Er hatte eine richtige Gefährtin gewollt, keine Dienstmagd für die Küche. Er hatte auf vertrauliche Gespräche über ihre Gedanken, Gefühle und Träume gehofft. Gut, sie teilte sein Bett und sie taten das zusammen, was Donegan sich unter anderem von einer Heirat versprochen hatte. Aber irgendetwas fehlte dabei. Es war mehr eine Pflichtübung und Donegan wusste, dass das mit ihrer gegenseitigen Fremdheit zu tun hatte. Etwas so Intimes konnte nicht wirklich gelingen, wenn man sich so wenig nahe stand wie er und Laura. Er hatte sich jemanden gewünscht, mit dem er jeden Bereich seines Lebens teilen konnte und der ihn an seinen teilhaben lassen würde. Aber Laura verschloss ihre Gedanken und Gefühle vor ihm. Es ist eben ihr Alter, tröstete Donegan sich immer wieder. Wenn sie reifer wird, ein wenig älter, dann wird sie sich mehr öffnen. Ich darf sie nicht drängen, ich muss ihr Zeit geben und das Gefühl, dass sie hierher gehört. Donegan freute sich darüber, dass das Mädchen ein wenig gesünder wirkte. Sie war so blass gewesen, so müde, so zerbrechlich, als sie zum ersten Mal gesehen hatte. Doch jetzt schien sie sich schon sehr viel besser zu fühlen, und Donegan war froh darüber. Aber er würde erst glücklich sein, wenn sie wirkliche Partner waren. Wenn Laura ihn zum Gefährten haben wollte, von ihm Unterstützung erwartet, von ganzem Herzen sehnt er sich danach, ihr mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu geben und in der Nacht das Bett mit ihr zu teilen. Sein Messer schnitt tiefer ins Holz, als er es beabsichtigt hatte. Seine Enttäuschung machte sich bereits in dem bemerkbar, was er tat. Donegan hoffte, dass Laura sein Seufzen nicht gehört hatte. Aber selbst wenn, hätte sie seine Bedeutung ohnehin nicht verstanden. Ja, ich glaube, für heute mache ich Schluss. Ich merke langsam, dass es jetzt echt ein bisschen viel wird. Ich meine, für mich. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Die beiden sind nun mal verheiratet. Jetzt sind sie Mann und Frau, leben zusammen, schlafen in einem Bett. Ja, ich sag mal, machen alles, was Ehepaar so macht. Ne? Aber diese Innigkeit, diese Vertrautheit, diese Offenheit fehlt. Beide sind nicht glücklich zusammen und ja, keiner von beiden macht irgendwie den ersten Schritt, um das zu beheben. Schade eigentlich, aber wir werden sehen, was die Zeit so bringt. Ich weiß das natürlich. Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder mein Video anmachen und weiterhin zuhören. Ich hoffe, es hat euch dieses Mal gefallen, trotz der Stimme und immer wieder Gehuste. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!